Das ist meine Chance, endlich was zu schaffen, was wirklich von Bedeutung ist. Von Bedeutung für wen? Du hattest deine Karriere, Dad, vor der dritten Comic-Verfilmung. Bevor die Menschen auf einmal vergessen haben, wer in dem Vogelkostüm steckte. Und du bringst ein Stück auf die Bühne nach einem Buch, das vor 60 Jahren geschrieben wurde, für irgendwelche 1000 Jahre alten weißen Bonzen, deren einziges Problem ist es, wo sie nach der Vorstellung ihren Kaffee und Kuchen herkriegen. Aber das interessiert niemanden, nur dich. Und seien wir mal ehrlich, Dad, du machst das Ganze doch nicht wegen der Kunst. Du machst das, weil du dich endlich mal wieder wichtig fühlen willst. Aber stell dir vor, da draußen gibt's eine ganze Welt voller Menschen, die kämpfen jeden Tag darum, wichtig zu sein. Und du tust so, als würde die nicht existieren. Es passieren Dinge an einem Ort, den du ignorierst. Einem Ort, an dem man dich im Übrigen seit Ewigkeiten vergessen hat. Ich meine, für wen hältst du dich bitte? Du hast Blogger, du verpönst Twitter, du hast auch nicht mal eine Facebook-Seite. Du bist der, der nicht existiert. Du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist. Und weißt du was? Du hast recht. Du bist unwichtig. Das ist unbedeutend, okay? Du bist unbedeutend. Also gewöhn dich dran.